Mein Vortrag hat den Titel Eine verborgene Kunst von rhetorischem Verfahren zum kantischen Schema. Das ist die Disziplin der philosophischen Ästhetik, wie sie Alexander Gottlieb Baumgarten im 18. Jahrhundert gegründet hat, in wichtigen Hinsichten als eine Rekonstruktion europäischen Traditionen der Poetik und Rhetorik entstanden ist, ist in den letzten Jahren mehrfach erläutert worden. Man hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Ästhetik bei Baumgarten nicht auf die Philosophie der Kunst beschränkt ist, sondern die Theorie der Sinnlichkeit oder Ästhesis als Erkenntnismodus zentral macht. So geht es zum Beispiel Frauke Berndt darum zu zeigen, dass es gerade die Sinnlichkeit der Literatur war, das heißt die Sinnlichkeit ihrer Zeichen und Bilder, welche Baumgarten entdeckt und zum Modell der Sinnlichkeit überhaupt gemacht hat. Bei Anselm Haverkamp heißt es, Baumgartens Entdeckung der Logik der Sinnlichkeit im Gedicht impliziert bereits vor Kant eine transzendentale Reflexion in der Ästhetik. Die Poesis, könnte man sagen, wird in der Ästhetik zur Möglichkeitsbedingung der Sinnlichkeit. Dadurch werden die Tropen und Figuren der herkömmlichen Rhetorik zu Strukturen der Operationen der Sinne. Also entsteht die Ästhetik in dieser Hinsicht als die Disziplin, welche jene rhetorischen Verfahren als Bedingungen der Sinnlichkeit reflektiert oder wissenschaftlich zugänglich macht. Endlich verortet Christoph Menke den Beginn der philosophischen Ästhetik in der Reflexion auf die sinnlich auffassende und beurteilende Praxis der Künstler und insbesondere bei Baumgarten auf die Praxis der Übung. Denn die Reflexion auf diese Praxis zeigt, dass das Sinnliche selbst als Tätigkeit begriffen werden muss. Das Besondere an dieser Tätigkeit ist aber, dass ihr inneres Prinzip demjenigen nicht bewusst ist, der sie ausübt. Ihre Ausführung ist keine, Zitat, Anwendung eines Wissens von dieser Tätigkeit, Endzitat. Ein Wissen von dieser Tätigkeit bietet jedoch die Ästhetik an, indem sie das innere Prinzip der sinnlichen Tätigkeit identifiziert. Laut Menke ist dieses Prinzip bei Baumgarten ein Vermögen zur Hervorbringung sinnlicher Erkenntnis. Insofern lässt sich auch hier sagen, dass die Ästhetik als eine Disziplin entsteht, welche die künstlerische Praxis reflektiert und ein Wissen von dieser Praxis etabliert. Und zwar, indem sie diese Praxis als das erkennt, was das Sinnliche ausmacht. Eine andere Version der Überlegung, dass die Ästhetik die künstlerische Praxis in eine Theorie des Sinnlichen umdeutet, entwickelt Rüdiger Kamper, der Baumgartens Ästhetik als eine Umschreibung rhetorischer Kunst in Wissenschaft beschreibt. Kamper zufolge tendiert diese Umschreibung letztendlich zu einem Unsichtbarwerden der Rhetorik. Einerseits sind es rhetorische Verfahren, welche den Effekt der sinnlichen Anschaulichkeit erzeugen, der dann in der Ästhetik zum Gegenstand der Erkenntnis wird. Es handelt sich bei diesen Verfahren des zur Anschauung Bringens um die rhetorische Figur der Evidenz. Andererseits werden diese Verfahren gerade durch das Erkennen ihres Effekts unsichtbar, indem die sinnliche Anschaulichkeit zum Begriff des unhintergehbar Gegebenen wird, der ebenfalls Evidenz heißt. Dabei hört man auf, die sinnliche Anschaulichkeit als den Effekt rhetorischer Herstellung zu betrachten, der die Erkenntnis jener Anschaulichkeit ermöglicht hat. Heute wird es mir um einen umgekehrten Fall der Drehung von Verfahren des zur Anschauung Bringens zur Erkenntnis des anschaulich Gegebenen gehen. Hier, das ist die These, wird die Möglichkeit der Erkenntnis des anschaulich Gegebenen wiederum so reflektiert,
das gewisse Verfahren des zur Anschauung Bringens als Bedingungen dieser Erkenntnis wieder sichtbar werden. Gemeint ist die Theorie des sogenannten Schematismus bei Kant, die zunächst 1781 in der Kritik der reinen Vernunft die Art und Weise erklärt, wie Begriffe auf das anschaulich Gegebene angewendet werden können, um 1790 in der Kritik der Urteilskraft wieder aufzutauchen, bei der Erörterung der Frage, wie Begriffe versinnlicht werden können. Die Versinnlichung nennt Kant im 95. und 59. Kapitel der Kritik der Urteilskraft Darstellung und zugleich Hypotypose. Er unterscheidet dabei zwei Modi der Versinnlichung, von denen der eine schematisch, der andere symbolisch ist. Wie schon prominent von Rodolphe Gachet kommentiert, handelt es sich bei der Hypotypose in der Kritik der Urteilskraft um die rhetorische Figur des Voraugenstellens. Hypotypose heißt diese Figur zum Beispiel in Quintilians Institutio Oratoria, wo er sie auch Evidentia nennt. Das heißt, in der Beschäftigung der kantischen Ästhetik mit Versinnlichung werden genau die rhetorischen Techniken der Evidenz, genau die Verfahren des zur Anschauung Bringens sichtbar, zu deren Auslöschung die Erkenntnis des anschaulich Gegebenen sonst tendiert. Darin, so werde ich behaupten, spielt das Verfahren der schematischen Hypotypose eine besonders wichtige Rolle. Um das zu erklären, wende ich mich im Folgenden zunächst einem kurzen Kapitel der Kritik der reinen Vernunft zu, weil Kant etwas in der Anschauung bereits dort als Effekt von Verfahren des zur Anschauung Bringens wieder auftaucht, wieder aufdeckt. Die damit sichtbar werdenden Verfahren sind in diesem Kapitel alle schematisch. In einem zweiten Schritt werde ich mich mit der Funktion des Schematisierens und seiner Unterscheidung vom Verfahren des Symbols in der Erörterung von Darstellung als Versinnlichung und Hypotypose in der Kritik der Urteilskraft beschäftigen. So, erster Teil. Wie bereits angedeutet, geht es Kant im Schematismus-Kapitel der Kritik der reinen Vernunft um die Anwendung von Begriffen auf das anschaulich Gegebene. Genauer gesagt geht es ihm zunächst um die Anwendung reiner Verstandesbegriffe oder Kategorien, das heißt um diejenigen Begriffe, die laut Kant Möglichkeitsbedingungen der Erfahrung sind und die daher notwendig anwendbar auf alle sinnlich angeschauten Gegenstände oder Erscheinungen als Gegenstände der Erfahrung sein müssen. Die Frage ist aber, wie diese Anwendung vollzogen wird, da, wie Kant am Beispiel der Kategorie der Kausalität erläutert, Zitat, doch niemand sagen wird, diese, zum Beispiel die Kausalität, könne auch durch Sinne angeschaut werden und sei in der Erscheinung enthalten. Endzitat. Zum Verständnis ist es wichtig, hier zur Kenntnis zu nehmen, dass Begriffe bei Kant nicht in dem Sinne durch Sinne angeschaut werden können, dass sie selber sinnliche Anschauungen sind. Anschauungen und Begriffe gehören zu verschiedenen Erkenntnisvermögen und müssen deswegen erst in Verbindung gebracht werden, damit Erkenntnis entsteht. Einen Begriff durch Sinne anzuschauen bedeutet dann, zur sinnlichen Anschauung zu gelangen, auf den ein gegebener Begriff Anwendung hat. Die spezifische Frage des Schematismus-Kapitels ist also in diesem Sinne, wie werden Begriffe zur sinnlichen Anschauung gebracht, die, wie Kant an anderer Stelle sagt, niemals in irgendeiner Anschauung angetroffen werden können.
Jedoch ist die Rede bald nicht mehr von der Versinnlichung der reinen Verstandesbegriffe, sondern von der, Zitat, Vorstellung von einem allgemeinen Verfahren der Einbildungskraft, einem Begriff sein Bild zu verschaffen. Das ist zum einen eine Verallgemeinerung. Hier wird die Versinnlichung nicht nur der Kategorien, sondern auch empirische und mathematische Begriffe behandelt. Zum anderen ist es eine Antwort auf die nun allgemeine Frage, wie Begriffe zur Anschauung gebracht werden. Diese Antwort lautet: Ein Begriff wird zur Anschauung gebracht, indem ihm ein Verfahren der Einbildungskraft sein Bild verschafft. Dieses Verfahren nennt Kant das Schema eines Begriffs. Was es bedeutet, einem Begriff sein Bild zu verschaffen, wird durch Kants Beispiele dieses Verfahrens und der damit einhergehenden Unterscheidung zwischen Schema und Bild deutlich. Ein Beispiel beschreibt Kant wie folgt: So, wenn ich 5 Punkte hintereinander setze, ist dieses ein Bild von der Zahl 5. Dagegen, wenn ich eine Zahl überhaupt nur denke, so ist dieses Denken mehr die Vorstellung einer Methode, einem gewissen Begriff gemäß, eine Menge in einem Bild vorzustellen, als dieses Bild selbst. Hier ist das Bild also die Menge der Punkte, die hintereinander gesetzt werden, während das Schema das Hintereinandersetzen der Punkte ist, das die Menge konstruiert. Oder genauer gesagt, eher die Vorstellung dieses Verfahrens, die Menge zu konstruieren, als der konkrete Vollzug dieses Hintereinandersetzens. Die Quelle der Vorstellung dieses konstruktiven Verfahrens ist die Einbildungskraft. Deswegen beschreibt Kant das Schema als ein, Zitat, Produkt und gleichsam ein Monogramm der reinen Einbildungskraft a priori, wodurch und wonach die Bilder allererst möglich werden. Bilder sind einzelne Anschauungen, die durch Implementierung der Schemata hergestellt werden. Die hervorgebrachten Anschauungen machen dann Versinnlichungen des Begriffs aus, dessen Schema ihre Herstellung ermöglicht hat. Ein weiteres Beispiel ist die Konstruktion geometrischer Figuren, wo das Schema, Zitat, eine Regel der Synthesis der Einbildungskraft in Ansehung reiner Gestalten im Raume bedeutet, Endzitat. Während das Bild eine aufgrund dieser Regel konstruierte Figur ist. Während diese in der empirischen Anschauung konstruierten Figuren oder Bilder, zum Beispiel des Triangels, immer bestimmter als der Begriff des Triangels, das heißt unter anderem jeweils recht- oder schiefwinklig sind, hat das Schema dieses Begriffs dessen Allgemeinheit, da eine und dieselbe Regel in der Konstruktion jeder konkreten Figur befolgt wird. Das letzte Beispiel liefern das Schema und die Bilder eines empirischen Begriffs. Kant schreibt: Der Begriff vom Hunde bedeutet eine Regel, nach welcher meine Einbildungskraft die Gestalt eines vierfüßigen Tieres allgemein verzeichnen kann, ohne auf irgendeine einzige besondere Gestalt, die mir die Erfahrung darbietet, oder auch ein jedes mögliche Bild, was ich in concreto darstellen kann, eingeschränkt zu sein. Auch in diesem Fall gibt es einerseits Bilder oder einzige sinnliche angeschaute Gestalten und andererseits eine Regel, nach der jede anschaulich gegebene Gestalt verzeichnet werden kann. Zusammenfassend lässt sich die Frage hier beantworten, was es bedeutet, dass das Schema eines Begriffs ihm sein Bild verschafft. Es bedeutet, dass jeder Begriff ein Schema hat, welches eine Regel der Herstellung aller möglichen Instanzen dieses Begriffs ist, das heißt aller möglichen Anschauungen, in denen er sinnlich realisiert wird. Ein Bild ist insofern kein Abbild von etwas,
sondern das sinnlich Gegebene, worauf sich ein Begriff bezieht. Anders gesagt ist ein Scheme ein Verfahren, welches den Wirklichkeitsbezug oder die Referenz eines Begriffs etabliert, indem es die Herstellung seines anschaulichen Bezugsobjekts ermöglicht. In diesem Sinne also ist das Verschaffen eines Bildes die Art und Weise, wie Begriffe zur Anschauung gebracht werden. Noch ungelöst bleibt allerdings das besondere Problem, welches Kant zu diesen Überlegungen geführt hat. Die reinen Verstandesbegriffe, hieß es, werden gerade nicht durch Sinne angeschaut. Von diesen Begriffen gibt es in der empirischen Anschauung keine Instanzen, was zugleich bedeutet, dass es keine Bilder davon gibt. Und genau das sagt Kant. Zitat: Dagegen ist das Schema eines reinen Verstandesbegriffes etwas, was in gar kein Bild gebracht werden kann. Es handelt sich im besonderen Fall der reinen Verstandesbegriffe also um ein Schematisieren ohne Bilder. Das heißt aber nicht, dass diese Begriffe nicht realisiert werden, sondern dass es keine Bilder sind als einzelne empirische Anschauungen, welche diese Realisierung verkörpern. Das tut nur das, was Kant eine transzendentale Zeitbestimmung nennt. Mit einem Hinweis auf die Ergebnisse der sogenannten Deduktion der Kategorien, welche der Diskussion der Art und Weise ihrer Versinnlichung vorangeht, erklärt Kant, Zitat, dass reine Begriffe a priori, außer der Funktion des Verstandes in der Kategorie, noch formale Bedingungen der Sinnlichkeit, namentlich des inneren Sinnes, a priori enthalten müssen. Die Zeit ist nun bei Kant die berühmte Form des inneren Sinnes. Und als diese Form ist sie die formale Bedingung a priori aller Erscheinungen überhaupt. Wie Beatrice Longinus an dieser Stelle betont, spricht Kant in der zweiten Auflage der Deduktion von einer figürlichen Synthesis der Einbildungskraft, durch die der Verstand als Vermögen der Begriffe den inneren Sinn bestimmt, und zwar den Kategorien gemäß. Wenig später in dieser Auflage unterscheidet er einerseits zwischen Raum und Zeit als Formen der sinnlichen Anschauung, also als Bedingungen der Sinnlichkeit a priori und ihnen andererseits als Anschauungen selbst oder formalen Anschauungen. In der Zeit als einer formalen Anschauung ist nämlich eine Einheit der Synthesis des Mannigfaltigen zu finden, die, Zitat, nicht den Sinnen angehört, durch welche aber alle Begriffe von Raum und Zeit zuerst möglich werden. Das erklärt, was es heißt, dass, wie Kant im Schematismus-Kapitel sagt, die Kategorien formale Bedingungen der Sinnlichkeit und des inneren Sinnes insbesondere enthalten. Und es erklärt, warum Kant transzendentale Zeitbestimmungen als die Antwort auf die spezifische Frage betrachtet, wie reine Verstandesbegriffe versinnlicht werden. Das Schema einer Kategorie ist nämlich eine Regel, welche die formale Anschauung der Zeit bestimmt und bedingt. Deswegen sagt Kant, wir wollen diese formale und reine Bedingung der Sinnlichkeit das Schema dieses Verstandesbegriffs nennen. Das Schema der Kategorie der Kausalität zum Beispiel ist die Sukzession des Mannigfaltigen, insofern sie einer Regel unterworfen ist. Endzitat. Das Schema der Notwendigkeit ist, Zitat, das Dasein eines Gegenstandes zu aller Zeiten und so weiter. Sinnlich realisiert werden diese Kategorien, wie alle anderen, in der formalen Anschauung der Zeit, die von den Schemata dieser Begriffe bedingt und bestimmt wird, die aber keine empirische Anschauung,
sondern die reine Anschauung der Zeit und insofern kein Bild ist. Kant schließt seine Aufzählung der transzendentalen Schemata je nach Kategorie deshalb mit der Bemerkung ab, dass diese Schemata entweder die Zeitreihe, den Zeitinhalt, die Zeitordnung oder den Zeitinbegriff betreffen, je nachdem sie den Kategorien der Quantität, Qualität, Relation oder Modalität entsprechen. Auf diese Weise löst Kant das Problem der Versinnlichung reiner Verstandesbegriffe. Dabei gibt er ganz explizit zu, dass seine Lösung eine weitere Frage aufwirft. Und nicht nur mit Hinblick auf die Kategorien. Denn seine Theorie davon, wie jeder Begriff versinnlicht wird, erfordert nicht nur Schemata, das heißt nicht nur Verfahren des zur Anschauung Bringens, sondern auch, wie er sagt, das Verfahren des Verstandes mit diesen Schematen. Dieses Verfahren, dieses weitere Verfahren, nennt er Schematismus. Es ist sozusagen, oder der Schematismus ist, das Operieren mit Schemata überhaupt, das zugleich die Art und Weise betrifft, wie die Verfahren der Schemata gegeben werden. Zur Erklärung dieses Schematismus kann Kant interessanterweise an diesem Punkt nichts beitragen. Stattdessen sagt er, dieser Schematismus unseres Verstandes in Ansehung der Erscheinungen und ihrer bloßen Form ist einer verborgenen Kunst in den Tiefen der menschlichen Seele, deren wahre Handgriffe wir der Natur schwerlich jemals abraten und sie unverdeckt vor Augen legen werden. Mit dieser verborgenen Kunst, welche ein zur Anschauung bringen durch Schemata ermöglicht, hört also seine Analyse auf. Dagegen, wie ich am Anfang erwähnt habe, beginnt das Theorisieren des Schemas in der Kritik der Urteilskraft, indem Kant Schemata als Hypotyposen identifiziert. Die in der Kritik der reinen Vernunft noch verborgene Kunst, deren Handgriffe uns die Verfahren der Schemata liefern, wird hier insofern als die Rhetorik enthüllt. Dieser zweiten Theorisierung des Schemas wende ich mich nun zu. Zweiter Teil. Während das Schema in der Kritik der reinen Vernunft Kants Lösung des Problems ist, wie Begriffe zur Anschauung gebracht werden, ist es um 59. Kapitel der Kritik der Urteilskraft Teil einer nun erweiterten Lösung dieses Problems, welches aber ebenfalls umformuliert wird. Kant beginnt diese Umformulierung nun so, dass er die anschaulichen Produkte schematischer Verfahren wieder fokussiert. Wie gerade erörtert, hießen diese Produkte in der Kritik der reinen Vernunft entweder Bilder oder im Falle der reinen Verstandesbegriffe die formale Anschauung der Zeit. In der Kritik der Urteilskraft heißen sie nun anders. Zitat: Die Realität unserer Begriffe darzutun, werden immer Anschauungen erfordert. Sind es empirische Begriffe, so heißen die letzteren Beispiele. Sind jene reine Verstandesbegriffe, so werden die letzteren Schemata genannt. Endzitat. Zum einen hat sich hier die Terminologie, nicht aber die Analyse, so geändert, dass Bilder nun Beispiele heißen, was den Status solcher Bilder als Instanzen eines Begriffs explizit macht. Klar ist, dass es immer noch um den Wirklichkeitsbezug der Begriffe geht, um das Etablieren ihrer Realität. Zum anderen aber wird hier das Schema zum Namen der formalen Anschauung, die von den Schemata der Kategorien als schematischen Verfahren in der Kritik der reinen Vernunft
ermöglicht wird. Das ist aber auch keine Veränderung der Analyse, denn kurz darauf taucht ein schematisches Verfahren wieder auf als ein Modus der Hypotypose oder Versinnlichung. Der schematische Modus der Hypotypose, Darstellung oder Versinnlichung ist wie im Schematismus-Kapitel der Kritik der reinen Vernunft derjenige, welcher einem Begriff eine entsprechende Anschauung verschafft, die ihn realisiert. Also handelt es sich bei der Erörterung des Schemas in der Kritik der Urteilskraft um eine Umformulierung, die ein Verfahren durch die Benennung seines Effekts zunächst auslöscht, um das Ausgelöschte im nächsten Schritt wieder thematisch zu machen. Die Umformulierung des mit dem Schema zusammenhängenden Problems ist damit aber nicht erledigt. Vielmehr ist das eigentliche Problem noch nicht erreicht, denn es ist nicht mehr die Versinnlichung der reinen Verstandesbegriffe, die Kant an dieser Stelle problematisiert, sondern die der sogenannten Ideen- oder Vernunftbegriffe. Das sind in Kants System diejenigen Begriffe, die die Grenzen der möglichen Erfahrung überschreiten und denen daher, wie Kant hier sagt, schlechterdings keine Anschauung angemessen gegeben werden können. Solche sind zum Beispiel die Ideen von Gott, Freiheit und der unsterblichen Seele. Eigentlich ist es also unmöglich, solche Begriffe zur Anschauung zu bringen und nicht, wie im Fall der reinen Verstandesbegriffe, notwendig für die Möglichkeit der Erfahrung, dass sie irgendwie zur Anschauung gebracht werden. Deswegen sagt Kant, dass man etwas Unmögliches begehrt, wenn man die Realität der Vernunftbegriffe durch Anschauungen etablieren will. Trotzdem geht es ihm dann darum, ein Verfahren zu beschreiben, das imstande ist, genau diese Begriffe zu versinnlichen und das eine Alternative zum schematischen Verfahren anbietet. Dabei funktioniert diese Alternative nicht so, dass sie auf andere Art und Weise genau das leistet, was das Schema ermöglicht. Sie realisiert nicht den Begriff, den sie versinnlicht. Sie funktioniert vielmehr so, dass sie eine sinnliche Realität, die durch ein Schema hergestellt oder, so können wir jetzt mit Kant sagen, dargestellt wird, zu einem Stellvertreter macht. Gerade weil das Bezugsobjekt eines Begriffs durch dieses alternative Verfahren nicht hergestellt wird, kann es unrealisierbaren Begriffen als Modus der Darstellung dienen. Diese Alternative stellt, wie früher erwähnt, der symbolische Modus der Darstellung oder Hypotypose zur Verfügung. Trotz der Tatsache, dass die symbolische Hypotypose selber keinen Begriff in der Anschauung realisiert, insistiert Kant darauf, in Ablehnung der Entgegensetzung intuitiver und symbolischer Vorstellungsarten in der Schulphilosophie, dass die symbolische Hypotypose nur eine Art der intuitiven ist. Er setzt schematischen, unsymbolischen Darstellungen als intuitiven Vorstellungsarten oder Hypotyposen etwas anderes entgegen, nämlich, Zitat, bloße Charakterismen, das ist Bezeichnungen der Begriffe durch begleitende sinnliche Zeichen, die gar nicht zur Anschauung des Objekts Gehöriges enthalten. Wie Winfried Menninghaus bemerkt hat, Zitat, variiert diese Opposition unverkennbar die aufklärerische Lehre von natürlichen und willkürlichen Zeichen. Endzitat. Ohne jedoch den semiotischen Begriff des natürlichen Zeichens für den Gegensatz zum willkürlichen Zeichen zu verwenden. Der Gegensatz zu rein konventionellen, unmotivierten Zeichen, deren Sinnlichkeit keine Versinnlichung ist,
heißt bei Kant Hypotypose. Während Menninghaus aber diese Ersetzung eines semiotischen Modells der seichen Motivierung durch ein rhetorisches Modell der figürlich hergestellten Sinnlichkeit vor allem mit dem Symbol verbindet, gehe ich im Folgenden davon aus, dass es vor allem das schematische Darstellen ist, das sich nicht als natürliches Zeichen beschreiben lässt. Denn eine schematische Darstellung ist kein, wie auch immer motivierter, Stellvertreter, sondern die figürlich hergestellte Wirklichkeit, auf die sich ein Begriff bezieht. Bei der symbolischen Darstellung dagegen geht es genau darum, eine Versinnlichung durch Stellvertretung zu leisten, und zwar aufgrund einer Ähnlichkeit, welche die Stellvertretung motiviert. Das Besondere am Verfahren des Symbols ist, dass die symbolische Hypotypose einem Begriff eine Anschauung verschafft, aber keine solche, die diesen Begriff realisiert. Stattdessen verfährt sie Kants Bestimmung nach indirekt. Das heißt, Zitat, vermittels einer Analogie, zu welcher man sich auch empirischen Anschauungen bedient. Endzitat. Mit Bezugnahme auf die Hypotyposis, Zitat, als Oberbegriff für die rhetorischen Verfahren der visuellen Vergegenwärtigung, wie sie in der Figurenlehre im Dienst der Anschaulichkeit Energeia stehen, Endzitat, haben Frau Gebernt und Heinz Drüg das Verfahren der symbolischen Hypotypose als, Zitat, die Operationen der aristotelischen Analogiemetapher identifiziert. Metaphern dieser Art, Endzitat, Metaphern dieser Art operieren nach einer Proportion. Wenn sich B zu A so verhält wie D zu C, dann verwende ich eine Analogiemetapher, zum Beispiel, wenn ich B durch D ersetze. Die Übertragungsweise der Analogiemetapher erklärt Kants Beschreibung der symbolischen Darstellung als eine Hypotypose, Zitat, nicht vermittelst einer direkten Anschauung, sondern nur nach einer Analogie mit derselben. Das ist die Übertragung der Reflexion über einen Gegenstand auf die einer ganz anderen Begriff, dem vielleicht nie eine Anschauung direkt korrespondieren kann. Ein Zitat. Hier wird eine mangelnde Anschauung durch eine direkte Anschauung ersetzt, die sich zu irgendeinem Begriff verhält, wie die mangelnde Anschauung zu einer Idee der Vernunft. Das heißt, eine direkte Anschauung wird in diesem Verfahren der Analogie zum Stellvertreter einer Anschauung, die es nicht gibt. Dieses Verfahren der Hypotypose nach Analogie wird von Kant am Beispiel der symbolischen Darstellung eines despotischen Staates durch eine Hahnmühle erläutert. Dabei expliziert er, was für eine Ähnlichkeit der Analogie zugrunde liegt. Zitat: Zwischen einem despotischen Staate und einer Hahnmühle ist zwar keine Ähnlichkeit, wohl aber zwischen der Regel über beide und ihre Kausalität zu reflektieren. An dieser Stelle ist zunächst zu bemerken, dass der Begriff, der hier symbolisch dargestellt wird, der eines despotischen Staates, nicht durch eine Instanz dieses Begriffs in der Anschauung dargestellt wird. Anstelle solch einer Instanz wird er von der sinnlich angestauten Instanz eines anderen Begriffs versinnlicht. Er wird von einer Handmühle als ein Beispiel einer Maschine versinnlicht. Voraussetzung dieser symbolischen Hypotypose ist daher die schematische Hypotypose des zweiten Begriffs.
welche diesen Begriff in einem Beispiel erst realisiert. Schon die Formulierung der symbolischen Operation als eine Hypotypose, Zitat, nicht vermittelst einer direkten Anschauung, sondern nur nach einer Analogie mit derselben, Endzitat, schon das impliziert, wie bereits bemerkt, dass eine direkte Anschauung eine Rolle in der symbolischen Übertragung spielt. Direkte Anschauungen sind aber genau die schematischen Darstellungen irgendeines Begriffs. In der Tat ist es dann das Verhältnis zwischen einer direkten Anschauung und dem Begriff, den sie schematisch realisiert, welches die Basis für die Übertragung in der symbolischen Hypotypose liefert. Ohne schematische Hypotypose gäbe es nichts, was in der symbolischen Hypotypose zum Stellvertreter werden könnte. So gesehen setzt der symbolische Darstellungsmodus bei Kant den schematischen voraus. Das wirft aber die Frage auf, wie oder ob diese Abhängigkeit und die Sonderstellung der schematischen Darstellung sich zur Bestimmung von Darstellung als rhetorische Hypotypose in der Kritik der Urteilskraft verhalten. Wie schon erwähnt, findet man das Verfahren der symbolischen Darstellung in der Tradition der Rhetorik und Poetik bereits entwickelt als das Verfahren der Analogiemetapher. Diese Entsprechung erklärt, warum Kant die symbolische Darstellungsart eine Hypotypose nennen kann. Denn Metaphern zählen zu den evidenziellen Verfahren der Rhetorik, die etwas vor Augen stellen. Dagegen ist die schematische Darstellung gar kein Verfahren der Übertragung. Darüber hinaus hat Kant seine Theorie und Analyse der schematischen Darstellung vor der Kritik der Urteilskraft ausgearbeitet und er muss sie dort mit einem weiteren symbolischen Darstellungsmodus ergänzen, um eine Versinnlichung der Vernunftbegriffe zu ermöglichen. Es könnte daher so aussehen, als hätte Kant den Begriff der Hypotypose in der Kritik der Urteilskraft nur deswegen eingeführt, weil er in der Rhetorik die Alternative zum Schematismus gefunden hat, die er für die Versinnlichung der Vernunftbegriffe dringend suchte. Und in der Tat, auch wo Hypotypose als einen Begriff rhetorischer Abstammung erkannt wird, wird die Wichtigkeit dieser Erkenntnis in vielen Lektüren des kantischen Darstellungsbegriffs hauptsächlich oder ausschließlich für die Erläuterung des Symbols gesehen. Dem Eindruck entgegen, dass Kants Bestimmung von Darstellung als Hypotypose eher wenig mit dem Verfahren der schematischen Darstellung zu tun hat, gab es in der rhetorischen Tradition eine Version der Figur des Voraugenstellens, die auch ein Wirklichmachen war, nämlich das Voraugenstellen als Energeia in der Rhetorik des Aristoteles. Wie Rüdiger Kamper erörtert hat, bezieht sich diese Version der Figur auf die aristotelische Metaphysik, wo Energeia als Wirklichkeit oder Verwirklichung mit Dynamis als noch nicht verwirklichter Möglichkeit gekoppelt wird. Zwar wird Energeia als Figur in Aristoteles Rhetorik am Beispiel einer metaphorischen Transposition erläutert. Aristoteles erklärt die Figur so, dass etwas vor Augen gestellt wird, indem man es als wirklich beschreibt, wie wenn man etwas Lebloses als Lebendiges beschreibt. Jedoch hat diese Erläuterung von Energeia als einer Art Metapher ihre ontologische Bestimmung als Verwirklichung nicht beseitigt. In der Ästhetik der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts steht diese Version von
vor Augen stellen als Verwirklichung, zum Beispiel im Hintergrund, wenn Lessings Laokoon 1766 eine andere, damals in der Poetik dominante Version der Figur ablehnt. Die detaillierte Beschreibung als ein poetisches Verfahren, welches wie die Malerei die täuschende Präsenz des Geschilderten vor Augen stellt. Und in den poetologischen Reflexionen Klopstocks der 1770er über seine eigene poetische Praxis wird das Vor Augen stellen Darstellung genannt und mit einer Theorie des Metrums oder Versschemas verbunden, und zwar als eines Bewegungsverfahrens, in dessen Implementierung korrespondierende Affekte verwirklicht werden. Insofern ist Kants Bezugnahme auf rhetorische Hypotypose nicht nur in Einklang mit dem Verfahren der schematischen Darstellung als Energeia, sondern die Sonderstellung von diesem Darstellungsmodus ist schon in der poetischen Auseinandersetzung mit der Funktion der Verwirklichung zu finden, wo sie zur Bestimmung des Poetischen gemacht wurde. Die Ausgangsthese war, dass das Unsichtbarwerden rhetorischer Verfahren durch die philosophisch-ästhetische Erkenntnis ihrer Effekte von Kants Erörterung schematischer Darstellung umgedreht wird, sodass diese Verfahren wieder sichtbar werden. Das lässt sich jetzt wie folgt verdeutlichen. Das Schematismuskapitel der Kritik der reinen Vernunft reflektiert die Möglichkeit der Erkenntnis des sinnlich Angeschauten derart, dass eine Anschauung als Produkt von Verfahren des zur Anschauung bringens sichtbar wird, die Schemata heißen und die von der Einbildungskraft auf unhintergehbare Weise zur Verfügung gestellt werden. Die Kritik der Urteilskraft reflektiert diese verborgene Kunst der Seele wiederum auf eine Weise, die sie als eine interiorisierte rhetorische Kunst sichtbar macht, in der verschiedene Verfahren zur Verfügung stehen, die in der rhetorischen und poetischen Praxis vor Kant zu finden waren. Dasjenige Verfahren, das mit Klopstock zur Bestimmung des Poetischen wurde, ist die Verwirklichung, die bei Kant als das Schema eines Begriffs wieder auftaucht. Vielen Dank.